Großen und Ganzen, Bruder, lass erstmal so ein bisschen über uns erzählen. Ja, klar. Ja, wir haben uns damals kennengelernt, weil es ist krass jetzt, Ladies, weil der Name De La Rue, hier sitzt der Erfinder, Aministikin, voilà. Ja, hier ist der Erfinder von De La Rue. Erinnerst du dich noch wie? Ja, Bruder. Erzähl. Also, das, was ich noch im Kopf habe, ich erzähl dir und du sagst mir, genau, weil genau. Du erinnerst dich, glaube ich, ein bisschen besser, aber wir waren auf jeden Fall hier in Frankfurt auf einer Boxveranstaltung. Richtig, es war Need, ja. In Frankfurt Need. Wir waren auf einer Boxveranstaltung, wir haben uns da ein paar Kämpfe gegeben und dann waren wir draußen am Chillen und dann haben wir über Musik geredet. Da war ja bei mir noch ganz, ganz am Anfang. Ich glaube, da war, wer macht Pada auch noch nicht draußen. Das war so gerade die Zeit, wo du... Gerade die Zeit, wo ich selber angefangen habe. So erste zwei Videos, drei Videos, sowas. Und dann haben wir geredet und so. Und dann haben wir gesagt, ey Bruder, so, komm, wir machen zusammen ein Album. Kollabo, ja. Ja, komm, wir machen zusammen ein Kollabo-Album und so. Wir waren auf diesem Film. Und dann haben wir uns die ganze Zeit Namen überlegt. Und ich habe gesagt, Bruder, wir müssen unser Album De La Rue nennen. Und ich sag so, was ist das? Und ich sag, das wird von der Straße auf Französisch. Boah, krass. Dann haben wir uns sogar ein Beat rausgesucht. Wenn du dich an diesen Beat noch, dann bist du es, Bruder. Walla. Das war der allererste Song. Das war nicht der Song, wo wir dann bei Patrick im Studio waren. Das war der allererste Song. Das war ein Beat von einem Deutschrapper. Von einem Deutschrapper? Mhm. Wow, Bruder. Das war so die erste Idee. Das war Scheiß auf eure Party. Da haben wir uns den Beat gesagt. Der ist nicht schlecht, der ist nicht schlecht. Von Scheiß auf eure Party? Ja, ich habe sogar drauf geschrieben. Und ich habe den Song aufgenommen für mein Album De La Rue. Also der ist im Endeffekt dann doch noch entstanden. Krass, nee, das weiß ich nicht mehr. Voilà, krass. Aber der Name kommt von mir, Leute. De La Rue, Cousin. Du Wichser. Eigentlich dürfte ich dir das nicht sagen. Am Ende, du gehst morgen Patent machen, weil dann verklagst du mich auf alles. Aber wenn du ab heute wenigstens, so ab heute, so brüderlich ein paar Prozent von deinen Twitch-Einnahmen, kennst du für den Namen wenigstens so 10%, Bruder. Jetzt verstehe ich, wie du Millionär geworden bist. Nee, geil, Alter. Ja, und dann, Jani, du bist ja bekannt geworden mit Khalas. Ja, so Wer macht Pada war so damals so der erste Song, der so richtig geknallt hat. Genau. Aber die anderen Sachen davor auch im Vergleich waren auch schon gut, Bruder. So, ja. Damals kam das ja auf so 3854-Kanal und so. Dieser Typ, wo dieser behaarte Typ in Hammer und dich. Ja, genau, diese ganzen ersten Sachen, wo wir uns selber alles aus eigener Hand gemacht haben. Mhm. Und dann mit Wer macht Pada, Bruder, ging alles so richtig hoch. Mhm. Und dann kam schon die ersten Schritte, das so professionell zu machen, mit Radar damals, Kopfticker und so, und dann seitdem, jeder weiß ja, ich bin ja immer noch mit ihm. Ja. Und die Entwicklung haben auch die meisten sowieso mitbekommen. Was hast du mit deinem ersten Album verdient mit Khalas? Weil ich wurde komplett über den Tisch gezogen mit De La Rue. Echt? Komplett, Bruder, ich wurde wie Tesafilm abgemacht. Bruder, ich glaube, das Album insgesamt, ich glaube, ich weiß nicht, Bruder, so, das war ja so Mixtape Street Album mäßig. Ja. Ich glaube, hat so 150 Mille umgesetzt. Für dich? Nee, insgesamt. Okay. Und davon, was habe ich davon bekommen? Ich weiß nicht, Bruder, so 10-20%, glaube ich. Du auch? Ja, klar. Das sind doch die... Alter, Bruder, ich wurde auch genauso gerippt, Bruder. Was heißt gerippt, Bruder? Am Ende des Tages ist es auch normal, weißt du? Das ist der Einstieg. So. Das ist der Einstieg, genau, Bruder. Genau. Das hat schon jeder durchgemacht, Bruder. Ja. Und damals geht es ja auch gar nicht um Geld. Ja, ist ja scheißegal, Bruder. Du willst einfach um Leben und Tod einfach das erreichen, was du erreichen willst. Wir waren einmal in der Stadt, gell? Das war vor dieser Zeit, wo wir bekannt waren. Wir waren in der Stadt. Wir haben gesagt, komm, wir gucken, wer mehr Fotos von uns macht. Wir haben uns so gewetteifert. Ich habe 2, ich habe 3, ich habe 5. Er hat gewonnen. Aber wir haben so, das war damals diese Zeit, du wolltest Musik machen, aus Liebe zur Musik. Und man wollte halt bekannt werden, weil es dieser große Traum war. Natürlich, Bruder. Das so alles war noch so unerreichbar. Ja, das war so alles noch so ein Traum. Ja, man hätte nie gedacht, dass man vielleicht irgendwann mal vor... Was war deine größte Show, die du gespielt hast? So, privat selber meine eigene Show oder Festival? Ich glaube Festivals und so Frauenfeld, Splash und so war, glaube ich. Krass. Wie viele Zuschauer hat man da? Keine Ahnung, Bruder. Tausende, Bruder. Oh, aber genau, keine Ahnung. Ja, das ist so die Sachen, von denen man so immer geträumt hat. So. Ja, man auf einmal man steht auf riesige Bühnen. Dass man die erreicht, ja. Schon Endlevel. Und vor allem, wenn diese riesigen Bühnen, auf einmal du siehst, diese, keine Ahnung, 10.000, 15.000 Menschen, die da sind, Bruder, die können einfach deinen Song von Anfang bis Ende auswendig, Bruder. Das ist das Harte, das ist krass, dann, weißt du, dass du dann runtergehst von der Bühne und auf einmal realisierst, ey Digga, was geht hier gerade ab? Ja, war das hart. Ja, schon hart. Ja, war das hart. Ich habe ihnen auch so ein bisschen von Twitch erzählt, Adrelis. Wir haben auch ein bisschen über Musik geredet. Ich bin ja so jetzt wo an einem Punkt, wo ich sage, Bruder, ich habe gar keinen Bock mehr auf diese Mucke, Digga. So, weißt du, wenn ich einen Ghostwriter hätte, hätte ich weitergemacht. Aber so selber, ich habe gar keinen Bock, Bruder. Ich sehe mich da gar nicht mehr. Diese Twitch ist schon wirklich, das hat alles von mir geändert. Walla, das ist so,
so geisteskrank. Du könntest du dir auch vorstellen, so Twitch-mäßig irgendwas zu machen? Bruder, ich glaube, ich krieg das hin. Mhm. Aber ich pack das zeitlich nicht. Mhm. Weißt du? Ich habe auch einen Streaming-Raum, Leute. Der ist richtig schön, auch so mit Fuchskopf, LED, Melodie und so. Okay. Richtig Endlevel, ich habe mir einen Computer auch so zusammenbauen lassen und so. Krass. Bildschirme, High-End, Bruder. Ich habe so einen Raum auf jeden Fall gemacht, der steht ready, aber ich habe noch nie gestreamt. Du hast einfach nur für Deko da. Der steht einfach gerade so da, wie es ist, aber vielleicht in Zukunft, denke ich mal, ich habe einfach gerade keine Zeit, Bruder. Walla, ein Tag sein, wie du gesagt. Ich habe leider keine Zeit, Bruder, sonst ich würde auch sehr gerne einfach so hier ein bisschen chillen, mit den Leuten reden und so. Das bringt auch so deine Zuschauer so näher zu dir, weißt du, was ich meine? Du baust so eine Bindung auf, so eine Community baust du dir auf, Bruder, das war voll schön, das weißt du? Das ist das, was mir auch so ein bisschen fehlt, weißt du, was ich meine? Das habe ich auch gehabt. Ich hatte immer nur die Resonanz in den Kommentaren auf den Songs. Weißt du, ich hatte nie so die direkte Resonanz. Guck mal, ich kann jetzt irgendeine Frage stellen, direkt. Und du kriegst direkt Antworten. 10 Leute, 100 Leute, 1000 Leute antworten. Weißt du so, Bruder, du hast so direkt diesen direkten Kontakt zu das und das ist schon anders als so Rap. Ich feier sowas, Bruder, ich mag sowas voll. Ich finde, es könnte auch gut werden so. Mhm. Ich würde auch Spaß dabei haben, aber irgendwann, wenn ich so mehr Zeit habe, vielleicht irgendwann, ich benutze diesen Raum. Aber der zockst du irgendwas so? Bro, ich habe in der Corona-Zeit sehr viel Call of Duty gezockt. Geil. Ja. Geil. Das ist, glaube ich, auch das Beste, was ich beherrsche so. Mhm. Call of Duty, GTA habe ich. FIFA, ich kann spielen, aber ich bin jetzt nicht der Beste. Mhm. Aber ich kann auf jeden Fall FIFA spielen. Also wenn ein neuer FIFA-Teil rauskommt, du holst ihn dir, du zockst. Nee, ich hol mir das nicht, Bro. Okay. Aber wir haben ja, kennst du auch nachts manchmal, wenn wir mit den Jungs eine Nacht durchmachen. Ja, ich bin immer noch so Internetcafé, E-Sport und so. Weißt du, überall gibt es jetzt diese E-Sports bei uns auch. Ja. So, wir sind eine Zeit lang auch voll auf den Counter-Strike-Film gewesen. Geil. Ich habe auch sehr viel Counter-Strike gezockt. Geil. Aber ist jetzt nicht so, Bruder, dass ich zu Hause bestimmte Sachen so die ganze Zeit zocke, das nicht, aber ab und zu spiele. Corona-Zeit habe ich aber richtig gesucht. Hast du schon mal Fortnite gespielt? Nee, Bruder. Noch nie? Noch nie. Walla, krass, dass so Menschen... Ich kenne das von meinem Neffen, der ist 6 Jahre alt. Ah ja, das spielen nur kleine Kinder. Er ist 6 und ich kenne Fortnite von ihm, Bro. Ah, krass, ja, ich kenne es auch nur von meinen kleinen Neffen. Nein, Bruder, du spielst auf jeden Fall. Ja, also ich kenne Fortnite nur von ihm, Walla. Krass. Valorant, schon mal gehört? Nee. Auch nicht gehört? Valorant? Wie heißt das? Valorant. Nee, kenn ich nicht. Oh, krass, Walla, krass. Das ist hart, Bruder, weil guck mal, bevor ich in diese Twitch-Geschichte reingekommen bin. Bist du in die Gaming-Geschichte reingekommen? Ich hatte gar nichts damit zu tun. Ich habe so Fortnite gezockt ab und zu, aber ich kannte diese ganzen Games und so gar nicht. Und jetzt, Bruder, ich bin so, als ob ich ein anderer Mensch bin. Ich kenne einfach jedes Game so, weißt du? Das ist krass. Hast du schon mal, kennst du Minecraft? Minecraft kenne ich, das ist doch da, wo man baut und so, richtig, mit Würfeln und so, ne? Ja, aber das habe ich auch gespielt, ja? Nee, noch nie gespielt. Okay, krass. Ich habe noch gar nichts gespielt. Das kenne ich auch von meinem kleinen Neffen. Fick mich, Digga, fick mich. DJ, mein Schatz, dankeschön für 24 Monate, mein wunderschöner Bruder, im Stufe für 3 sogar. Gazi Passa, dankeschön für 3 Monate. Edler Typ 22. Ein Tokat, dankeschön für 8. Kazaui, dankeschön für den verschenkten Papa. Ari, dankeschön für 22 Monate. Uramiya, dankeschön für 15 Monate. Albonazar, dankeschön für die Bits. Ich küsse eure Herzen, ich vergesse Ey, Papa Ari, denkst du, das ist unser Ari? Hat der gerade neu gemacht, Abo? Ja, aber das ist nicht unser Ari. Der ist schon lange da. Ja. Schon wie viele Monate ist das? Schöne Grüße an meinen Bruder Ari, wir haben auch gerade telefoniert. Der ist auf jeden Fall auch hier am Zuschauen. Schöne Grüße nach Bochum an die ganzen Jungs. Walla, ja. Eino, der ist so vernetzt. Walla, Bruder, das ist krank. Das ist geisteskrank. Hey, Bro, wir sind doch die letzten Jahre nur unterwegs, Bruder. Mhm. Wir schlafen nur in Hotels. Wir sind in jeder Stadt, überall, in allen Ländern, europaweit. Ich bin gefangen, Cousin. Ich habe geheiratet, Bruder. Boah, Bruder. Ist doch was Schönes, Bro. Ist schön. Gehört auch dazu irgendwann. Ich wünsche mir das auch. Hol mich da raus. Ist schön, Walla, ist krass. Ich will auch bald heiraten, Bruder. Echt? Ja. Das ist große Verantwortung. Also, ich will unbedingt heiraten. Also, heiraten ist schön? Aber Kind ist sehr große Verantwortung, Bruder. Ja, ich will auch Kinder machen, das reicht, Bro. Ich wünsche mir das einfach vom ganzen Herzen. Mhm. Ja, okay, guck mal, Bro. Wenn wir jetzt schon so über diese sentimental, bisschen so philosophisch, würdest du sagen, Geld macht glücklich? Oh, auf gar keinen Fall. Du ich schwöre, auf gar keinen Fall, Bro. Ja, du sagst nein. Erklär warum. Ich habe sogar auf meinem letzten Album, was rauskam, habe ich einen Song, der heißt Mehr Geld, mehr Probleme. Mhm. Bro, weil irgendwann vertiefst du dich so in diesem Loch, in diesem Wahn, dass du Geld machen musst. Mhm. Weißt du, was ich meine? Weil am Ende deine Kosten steigen. Mhm. Weil je mehr Geld du verdienst, desto anderen Lifestyle fährst du. Deine Kosten steigen. Und danach, wenn mal nicht so läuft, zum Beispiel Corona kam, auf einmal nicht mehr so verdient wie ein Jahr davor. Und dein Lifestyle hältst du trotzdem. Auf einmal merkst du, da wird knapp irgendwie hier. Mhm. Und dann
Geld macht Dings, Bro. Geld macht nur Probleme am Ende des Tages. Also wenn ich mich erinnere an die Zeiten, wo ich mit dir durch Stadt gelaufen bin und gelacht habe und hahaha, hi, hu, das waren die schönsten Zeiten meines Lebens, Bruder. So, ich habe auch einmal in so einem Interview auch gesagt, so 9. Klasse, 10. Klasse, ich würde jetzt alles liegen lassen, um nochmal das durchzumachen. Krank, Walla krank. Bruder, das ist sehr, 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 sehr krass. Ich schwöre, Bruder. Weil viele Leute, gerade diese Newcomer und diese ganzen Jugendlichen, die so diesen Traum leben wollen, die machen ja alles für Geld, Bruder. Nein, Bruder, die Geld ist nicht alles. Weißt du so? Geld ist nicht alles, und Bruder. Und das ist krass. Bruder, Respekt an dich, dass du da auch so hinterstehst und das so. Geld macht gewisse Sachen einfacher. Weißt du, was ich meine? Geld zu haben. Natürlich, jeder Mensch will sich so schöne Sachen gönnen. Ja, ja. Aber man muss halt wissen, was brauche ich und was will ich. Weißt du, das sind zwei verschiedene Sachen. Das, was ich brauche, sind vielleicht 3.000 Euro im Monat. Nee, weißt du, was ich meine? Sagen, weil wenn ich eine Wohnung habe, Miete bezahlen kann, Essen, Trinken, Strom, Einkauf. Genau, und das ist auch das, was ich brauche, Bro. Ja, mehr brauche ich doch gar nicht. Und dann, wenn du dir vielleicht eine Uhr holen willst, wenn du ein Auto fahren willst, und diese Sachen sind schön zu haben, aber man muss das auch verantworten. Weißt du, was ich meine? Am Ende des Tages, wir sind noch gläubige Menschen. Ja. Wir haben viel Geld verdient in jungen Jahren, viel auch sinnlose Sachen gemacht mit Geld. Und im nächsten Leben, Bruder, man muss sich auch dafür gerade machen, man muss es auch verantworten, wenn man das von dieser Seite sieht. Und am Ende des Tages auch in jungen Jahren viel Geld zu verdienen, bringt auch einen manchmal zum Durchdrehen. Weil wenn du viel Geld verdienst, denkst du, du machst alles richtig. Und dann, wenn dir irgendjemand eine ehrliche Meinung sagt, du fängst an, Menschen anders zu sehen. Weißt du, du denkst, das Geld bestätigt. Du denkst, ich habe doch ein paar Millionen gemacht und jetzt willst du mir sagen, ich soll das anders machen oder was, jetzt funktioniert doch alles. Ja. Du kriegst so einen anderen... So Ego-Probleme, kennst du doch, Bruder? Natürlich, und man kriegt nicht genug. Man kriegt nicht genug. Es geht immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Okay, Bruder, ich habe 2018, 2019 Uhren getragen, die manche Leute wissen bis heute nicht, so Richard Mille und so, Bruder. In Deutschland kannte keiner Richard Mille, Patek Philippe und so, Bruder. Was kosten die, Digga? Die kosten damals, hatten, damals war zum Beispiel 2019 oder so, keine Ahnung, 140, 150 Mille. War schon viel Geld für eine Uhr, Bruder. Ja. Und jetzt diese Uhren kosten heute 450, 500, 600, 700.000. Weißt du, was ich meine? Und ich habe sehr, sehr früh sehr viel Gas gegeben, was so Lifestyle angeht. Weißt du, was ich meine? Ich bin so, keine Ahnung, irgendwo Island, Bruder, Unterwassermassagen, Bruder, für 1,8 und so. Ich habe so komische Sachen gemacht, Bruder. Ich war voll am Durchdrehen. Und dann denkst du dir, wenn du älter wirst, Alter, was habe ich mit meinem Geld angestellt? Wie viel Geld habe ich verbrannt? Normalerweise hätte ich jetzt so, keine Ahnung, 100 Wohnungen mit dem Geld eigentlich holen können. Diese Unterwassermassagen sind hart, Cousin, weil das ist hart. Bruder, die legen dich auf so eine Matte. Erzähl mal, Walla. Okay, die legen dich auf so eine Matte, das ist so ein Quellenwasser, das heißt Blue Lagoon. Dieses Hotel heißt Blue Lagoon. Du bist so unter Wasser. Du schwebst aber auf dieser Matte, dein Kopf hängt raus, die machen so deine Augen zu und dein Kopf ist kalt, weil es ist Winter. Okay, krass. Und danach, die machen so Ölaufhand und die gehen unter Wasser, Bruder. Ah, boah, und das kostet 1,8. Nein, das war jetzt so, okay. Das war jetzt so hingeschmissen, aber diese Massage kostet ein paar hundert Euro und du bleibst dann die Nacht in diesem Hotel kostet 1,5, 2 Mille. Ja, auf einmal bist du ein Wochenende da und hast so 12er, 15er platt gemacht. Ach du Scheiße, ja, das ist schon sehr. Mit Essen, Trinken, du gehst ja doch noch raus und danach, wenn du rausgehst, du kaufst ja noch ein bisschen ein, dies, das so Gesamtsumme, keine Ahnung, du gehst ein Wochenende raus, machst ein 15er platt. Hart. Was war, sagen wir mal, du warst irgendwo unterwegs. Was war die höchste Summe, die du einfach so verbrannt hast? Urlaub oder... Bro, ich sag dir ehrlich, ich hab Dom Perignon-Flaschen aufgemacht für 40.000 Euro in einer Nacht. Ja, das war das Sinnloseste und was ich auch sehr bereue. Ich hab 40 Mille in einer Nacht ausgegeben, Bruder. Hart. Und obwohl ich nicht mal Alkohol trinke, ne? Ja, ich weiß. Ich trinke nicht mal Alkohol, kennst du das? Das war so... so Anthony Joshua, der Weltmeister, der ist auch da im Club und so. Also du wolltest einfach so, hier, Präsenz zeigen. Weißt du, was ich meine? Und du bist so mit Leuten, die das und so ein bisschen Präsenz zeigen, mit so ein paar Jungs und so, weißt du was, komm, ich zieh die Kreditkarte durch. Hart, Walla. Einfach 40 Mille, Bro. Dom Perignon Flaschen aufgemacht. Ich bereue das bis heute. Ich denke mir, Alter, du kleiner Verdammter. Was hast du da gemacht, Alter? Walla, hart. Aber man sammelt Erfahrung, man war jung. Was ist aktuell dein Kontostand? Mein Kontostand aktuell, Bruder, ich war heute bei der Bank. Okay, du weißt also original. Ich weiß exakt meinen Kontostand, Bruder. Okay, bin gespannt. Ich hab auf meinem Privatkonto 48.000 Euro. Okay. Und auf meinem Geschäftskonto, das was ich jetzt weiß, 81.000 Euro. Krass. Also das hab ich auf meinem Konto, Bruder. Okay, krass. Plus, minus, paar hundert. Ja, ja. So. Ja, ja. Krass. Und dein meistes Geld, weil du sagst, du bist Millionär, hast du so in was investiert?
Bro, so Millionenvermögen, ne? Ich habe zum Beispiel Bruder, 14 Wohnungen. 14 Wohnungen? Ja, ich habe 14 Wohnungen, boah, was mir gehört. Wir haben sehr viel in Land. In Deutschland? In Deutschland, ja. Boah, und die vermietest du? Ja. Ah, krass. Ja, ich habe dann mein eigenes, wo ich selber drin lebe, das habe ich noch. Mhm. Wir haben sehr viel in der Türkei gemacht, Bro. Sehr viel Land, kennst du auch alle Kurden, Türken, ja, ja. Die wissen ganz genau, was Sache Kurden ist. Bei mir, ja, ja, ja. Die wissen auch ganz genau, in der Heimat, Bro, einfach nur Land, Acker, Macker, Bruder, alles, keine Ahnung. Einfach kaufen, oder? 50.000 Quadratmeter, Bruder. In, heftig. Boah, 14 was? Wohnungen ist viel, Bruder. Ja, ich habe 14 Wohnungen. Machst du das alles alleine, also so managementmäßig? Natürlich, man hat Freunde, die mit Immobilien machen und tun, bevor man was kauft, man zeigt, ey, nicht, dass ich einen Fehler mache, weil man versenkt ja viel Geld rein. Und ich habe in meinem Umkreis, Bruder, gute Leute, die, ich habe zum Beispiel einen älteren Bruder, der kommt auch aus Wiesbaden, also nicht mein leiblicher Bruder, sondern einen älteren, der hat 2000 Wohnungen Eigenbesitz. 2000? 2000 Wohnungen Eigenbesitz, wenn du sein Vermögen gehst, der geht schon Richtung Milliarde, Bruder. Ah, boah. Ja, und der kommt auch aus meiner Stadt, der kommt auch aus Ellerse und man fragt halt so Leute. Wala, das hast du richtig gemacht, Cousin. Ja. Also, das hast du richtig gemacht. Wala, das hast du sehr gut gemacht. Hier und da einen Laden aufgemacht. Man versucht halt zu investieren, Bruder. Man macht auch viel. Ich habe auch viel verkackt, so. Viel, aber das passiert. Das passiert, weißt du, das gehört dazu. Man gewinnt, man verliert. Und, aber ich habe auch gut, für mein Alter, denke ich, gut investiert, auch viel in der Türkei, Bro. Das ist auch sehr wichtig, weil, falls hier was ist, Bro, pack deine Tasche, geh rüber, Cousin. Nee, krass, Walla, sehr, sehr, sehr krass. Mit 25, dass du sagen kannst, ich habe 14 Wohnungen, ich habe sehr viel Land in der Türkei und trotzdem noch einen guten Kontostand. Ja. Wie ist dein Lifestyle heute? Würdest du immer noch sagen, du gibst so viel aus? Oder nee, Bro, ich bin sehr, 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 sehr auf Bremse. Okay. Sehr, sehr, sehr zukunftsorientiert. Ich habe mir so Ziele gesetzt. Nicht mehr so viel Geld für Klamotten wegschmeißen und so? Nee, nee, gar nicht, Bro. Okay. Wirklich so sinnvolle Sachen, wenn ich es wirklich brauche, weißt du? Ja. Aber nicht, weil ich jetzt einfach Bock drauf habe, so 20.000 Euro Klamotten einkaufen. Okay. Bro, ich bin manchmal so in Mailand gewesen, ich kaufe einfach so für 40.000, 50.000 Euro Klamotten ein. Ach, innerhalb von so 4-5 Tagen, weißt du? Ach, du Scheiße. Und das ist auf jeden Fall vorbei, Bruder. Das mache ich nicht mehr. Krass. Und deswegen ist mein Kontostand auch so niedrig. Weil viele denken vielleicht, ey, der hat Millionen auf seiner Bank, habe ich nicht. Weil ich lasse kein Geld mehr da, Bruder. Ja, das bringt doch eh nichts. Ja, weil wenn du Bargeld hast, wenn du Geld auf deinem Konto hast, Bruder, dein Arsch juckt. Natürlich. Du weißt, was ich meine? Du gibst es aus automatisch. Natürlich. Nee, ist schon richtig. Auch so, Bruder, wenn jetzt jemand zu mir kommt, du weißt, man kennt viele Leute, Familie, hin, her, zurück. Wenn jetzt einer zu mir kommt und sagt, ey, Bruder, kannst du mir bitte 100.000 Euro leihen? Ey, Bruder, ich kann nicht, ich hab nicht. Weil das ist entweder in Beton. Das ist entweder in Uhr, es ist entweder in Gold, es ist entweder in der Heimat oder irgendwo anders, weißt du, was ich meine? Nee, aber so gibst du, ich habe kein Geld, Bruder. Ja, ja, krass. Egal, ja, was jetzt passiert, ich kann nicht sinnvoll, so kann sinnlos. Kann auch nicht das Finanzamt zu dir kommen und sagen, Herr Ding, gib. Guck mal, Bruder, mit Finanzamt, okay, bin ich im Reinen, Bruder. Komplett. Wenn die mich auf Straße sehen, die machen so und ich mache so. So, Cousin. Ich habe alles bezahlt, Bruder. Ich bezahle meine Steuern. Ich habe viel Steuern bezahlt, Bruder. Knapp. Keine Ahnung, die letzten paar Jahre knapp 2 Millionen Euro Steuern bezahlt. Oh, Walla. Ja, Bruder. Es man versucht natürlich auf dem legalen Weg so die Vorteile als Künstler und sowas zu nutzen und so, aber es, am Ende des Tages geht auch viel drauf, so Finanzamt. Aber wir leben hier, Bruder. Wir leben. Weißt du, was ich meine? Recht. Und wir haben hier in diesem Land Geld verdient und wenn die Regeln hier so sind, Bruder, dann ziehen wir mit. Natürlich tut weh, aber gehört dazu, Bruder. Was willst du machen? Wie ist aktuell der Kontakt zu Meru? Gut, Bruder, sehr gut. Ja, sehr gut. Wir haben uns jetzt auch sehr viel in der Türkei gesehen. Wir verstehen uns blind. Und ja, Bruder, der macht auch viel Musik. Bruder, als der rauskam, was ging da ab, Bruder? Ja, Explosion, Bruder. Wie, du warst ja mit dabei. Ja. Also du warst ja ein Teil dieser ganzen Sache. Wie hast du das so ändert? Krass, Bruder, das ging krass. Ich fand das krass. Ich finde, keiner hat diese Handyvideo-Geschichte so konstant, so hart auf so ein Level gebracht. Zum Beispiel, er hat auf Instagram sich 300.000 oder so Follower aufgebaut, nur mit Handyvideos, ohne ein Release zu haben, ja. mit Handyvideos. Das heißt, es gibt 300.000 Menschen da draußen, die sagen, wann haut der endlich einen Song raus? Weißt du, was ich meine? Und die gucken jede Woche seine Videos. Und dann auf einmal, Bruder, kommt die erste Single. Und die 300.000 Menschen, Bruder, die sind ja auch nochmal mit Menschen. Auf einmal, Bruder, keine Ahnung, 1 Million Menschen sind hat so... Hat er das erwartet? Dass Nein, Bruder. So durch die Decke geht. Habt ihr das erwartet? Nein, auf diesem Level niemals. Und was habt ihr euch gedacht? Ihr seht die Zahlen, Ballerlos kam raus, was hat's gemacht? Wie viele Klicks? Die ersten Keine Ahnung, Bruder, Monate. Ich glaube, es hat 200 Millionen, 300 Millionen, wie viel hat es, also Bruder? Die ersten Monate so. Also viel, Bruder, erste Woche schon, glaube ich, 4, 5, 6, 7, sowas war's. Ja, habt ihr euch nicht an den Kopf gegriffen? Krank!
krank. Der ist ja auch Platz 1 gechartet. Nächster Song wieder Platz 1, nächster Song wieder Platz 1. Krass. Das war ja so, das war ja Endlevel, Bruder. Krass, krass, krass. War da krass, ja. Es gibt ja Leute, die kommen mit einem Song, der knallt und dann geht's langsam, langsam runter, normal, auf einem normalen Level. Ja, ja, ja. Aber seine Phase ging ja sehr lang, Bruder. Sehr, sehr, sehr krass. Wie viele Platz 1 Singles hat der, Bruder? Ja, 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 ja. Ja, nee, ist heftig. Goldplatten, Platinplatten. Ist heftig. Ist krass. Wallah, ist krass. Das ist der Erfolg. Wer ist eigentlich dein Lieblingsrapper? Wenn du so sagen würdest, ey... In Deutschland? Ja, in Deutschland. Bruder, ich sag dir ehrlich, ich persönlich, ich bin ein sehr, 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 sehr krasser Frankfurt-Fan. Okay, krass. Weißt du, was ich meine? Heftig. Weil einfach kennst du, ich bin aus Wiesbaden, der Slang, die Wörter, die man benutzt und so. Ich feier Haftbefehl zu Tode, Bruder. Würdest du sagen, er ist der beste deutsche Rapper? Für mich auf jeden Fall mein Lieblings. Okay. Also, der ist persönlich für mich der krasseste, Bruder. Okay. Aber wenn ich auch persönlich sehr, sehr, sehr krass feier, ich feier Chelo auch krass. Chelo ist krass. Ja, Chelo Galileo, der guckt gerade wahrscheinlich zu. Ja? Ja, weil wir sollen ein bisschen Werbung für seine Künstler machen. Liebe Grüße. Aber Abdi, Bruder. Ich liebe Abdi, Bruder. Weißt du, was ich meine? Seine Humor in seinen Songs und so. Ich liebe Abdi, Bruder. Ja, ja. Nee, ich feier auch. Ich feier auch sehr, 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 sehr krass. Weißt du, was mir bei dir aufgefallen ist? Deine Entwicklung in der Musik. Du bist viel mehr so auf Technik gegangen. Weil früher habe ich irgendwie so in deiner Musik gehört, du hattest nicht so viel Technik. Aber jetzt, du bist voll auf Technik gegangen, Digga. Oder früher war ja so. Dankeschön, Mr. Lam. Dankeschön, vielen Dank. Boah, sieht voll lecker aus. Krass, Bruder. Heiraten, Vorteile. früher, Bruder, ich habe ja einen Text geschrieben und den direkt aufgenommen und dazu Video gemacht. Yeah. Es war ja nicht so, dass ich so jeden Tag im Studio war, Bruder. Es war für uns Highlight, wenn wir in irgendein Studio reingekommen sind. Ja. Weißt du, was ich meine? Aber jetzt mittlerweile, diese Entwicklung, die Leute kriegen ja auch mit, wenn die zum Beispiel ganz alte Songs hören und wenn die heute die Songs hören. Ich habe ja erst angefangen, Musik zu machen und ich habe es direkt rausgehauen. Ich habe ja nicht 3 Jahre Musik gemacht und dann das erste Mal was rausgebracht. Ja, ich habe angefangen und meinen allerersten Text habe ich schon direkt released. Ich weiß. Weißt du, deswegen. Und ich finde, Bruder, ich entwickle mich immer noch. Weißt du, ich bin noch nicht am Ende. Das finde ich auch. Bei Musik, das ist immer eine stetige Weiterentwicklung. Genau. Auch was Schreiben angeht, was Beat-Auswahl angeht, allgemein einfach, was Stimmkontrolle angeht und so. Ja, das ist auch so eine Sache. Da habe ich auch lange für gebraucht. Weißt du, was ich meine? Und jetzt. Langsam, langsam, Bruder, man entwickelt sich. Und jetzt, ab jetzt ist dann nur noch so, in welche Richtung will man gehen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist so musikalische Richtung nur noch. Dieses Album, was du jetzt bringst, wann bringst du das Album raus? 28.10. 28.10. mit dem Titel? Brot. Brot. Das ist eine ganz andere Richtung. Also die ersten Singles... Ja, ist ein bisschen poetischer und so. Genau, das ist so ein bisschen mehr Kunst, habe ich das Gefühl. Ja. Ja, nee, woran liegt es? Einfach wegen dem Erwachsenen-Dasein? Weil es wirkt erwachsener. Es ist nicht zu vergleichen wie Penthouse oder Mercedes. Es ist, Bruder, komplett das, was anderes. Ich muss ehrlich zugeben, so, ich mache Musik nicht mehr für Geld. Okay, das könnte es echt sein. Das ist, warum die Qualität jetzt einfach besser ist, weil ich gebe mir jetzt Mühe. Ich habe gestern darüber geredet in meinem Stream. Ich habe gesagt, Delarue habe ich nicht für Geld gemacht, aber in Afrika habe ich für Geld gemacht. Weißt du, was ich meine? Und man hört diesen Unterschied, weil zum Beispiel die anderen Alben davor, du kriegst Vorschuss, paar hunderttausend, du gibst es aus und dann willst du schnell wieder Album machen, damit du wieder Vorschuss kriegst. Richtig. Und dann machst du schnell, 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 Bruder. Ich habe teilweise ein Album in 2 Wochen gemacht. Okay, krass. In 3 Wochen, okay, 4 Wochen, also in einem Monat ein Album abgegeben. Okay, krass. Das ist, Bruder, das ist sehr... Schnell alles passiert. Weißt du, was ich meine? Natürlich, Bruder, da sind auch gute Sachen entstanden. Weil manchmal entstehen auch gute Sachen einfach schnell. Aus dem Herzen, so, aber keine Sachen aus dem Herzen. Ja, aber bei diesem Album, Bruder, steckt voll mein Herz drin. Mhm. Und ich finde, das ist auch musikalisch von der Qualität her auch mein bestes Album. Mhm. Und mir geht es auch nicht mehr um Zahlen, dies und das. Ich drehe auch ein Video für 40.000 Euro, 30.000 Euro, 50.000 Euro. Obwohl ich weiß, ich kriege das Geld nicht mehr zurück. Krank, ja. Weißt du, was ich meine? Weil ich will einfach nur noch die Leute davon überzeugen, ey, er nimmt seine Musik ernst und er steckt Liebe in seine Musik. Mhm. Ich will nur noch Respekt, Bruder. Mhm. Weißt du, was ich meine? Nee, verstehe ich. Ich will nur noch Respekt für das, was ich tue. Und ich will nicht mehr Musik machen für so Geld fokussiert. Weißt du, was ich meine? Ja, Walla, so unter uns, du hast dich echt gut entwickelt, Bruder. Ich küsse dein Herz, Bruder. Respekt. Dankeschön. Man merkt so richtig, du bist erwachsen. Du hast so ein komplettes Bild über die Situation. Und Bruder, Walla, Respekt. Ich wünsche dir viel Glück. Danke, mein Bruder. Checkt alle sein Album ab. Brot, ja. Ich küsse dein Herz. Wann kommt heute nicht ein Song von dir? Nee, nächste Woche kommt ein Song von dir, oder? Nee, heute kommt ein Song von Khidr. Von Khidr? Ja. Ein Künstler von dir? Ja. Was ist mit Fuchsmusik, Bruder? Das ist doch dein eigenes Label. Erzähl mal. Fuchsmusik. Bruder, guck mal. Mhm. Die Leute da draußen wissen, ich habe sehr viele
Leute, die neu angefangen Musik zu machen. Viele. In meiner Prime, würde ich mal sagen, wo ich harte Zahlen gemacht habe und ja, so. Ja, unterstützt. Unterstützt. Ja, ja, ja. Weißt du, was ich meine? Man muss jetzt keinen Namen sagen, Bruder, damit die Leute keine Komplexe kriegen. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Aber die da draußen, die Leute wissen ja, Bruder, ich habe viele Leute unterstützt, Bruder. Ja. Und das ist einfach in mir. Mhm. Weißt du, was ich meine? Deswegen habe ich damals Fuchsmusik gemacht. Mhm. Nicht, weil ich jetzt Labelboss und CEO spielen wollte, ja, sondern weil ich wirklich Leuten, die ich persönlich feiere, einfach eine Tür aufmachen wollte, damit die vielleicht irgendwie was da... Und die sind auch alle selbstständig, weißt du, was ich meine? Ja. Ich bin nicht jeden Tag da am Sachen machen, klären für die. Mhm. Sondern, Bruder, die sind selbstständige Jungs, mhm, die machen ihre Musik. Ich habe denen da diese eine Tür aufgemacht, mhm, und die ziehen selbstständig ihre Sachen durch, Bruder. Und Khidr, Bruder, und auch Serhat, mhm, Bruder, sehr respektvolle, mhm, herzensgute Jungs, mhm, sehr, 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 sehr gute Menschen einfach, mhm, Bruder. Und alles, was ich für die tun kann, Bruder, tue ich wirklich aus dem Herzen. Mhm. Und heute kommt die erste Single von Khidr, seinem zweiten Album. Er spielt jetzt auch die Hauptrolle in so einer Serie von Kida. Geil, geil. Das ist so eine neue Serie. Ja, Kida Ramadan. Genau. Ja, genau. Und der Khidr spielt die Hauptrolle in dieser Serie. Das wird dir ein bisschen noch eine Bühne geben, weißt du? Krass. Ich hab mal mit ihm abseits von der Musik. Ich hab mal mit ihm geschrieben. Der Chris ist auch krasser Schreiber. Das, darum habe ich ihn geschrieben. Ich hab mal mit ihm so ein bisschen gequatscht. Der ist krasser Schreiber, Bruder. Er ist lyrisch, sehr stark. Und ich weiß nicht, also ich bin sehr lyrisch. Ich mag die Lyrik. Bruder. Der ist der krasseste Schreiber. Ja, der sagt die ganze Zeit, ich mach weiter, wenn ich einen Ghostwriter finde. Was für Ghostwriter, Bruder? Schreib mal für uns an, Mann. Komm, Alter. Wallah. Hör auf, gesehen. Willst du ehrlich sagen, ich bin gut? Bruder, guck mal, Bruder. Mhm. Du, was Schreiben angeht, lyrisch, deine Parts, ist genau das, was mich anspricht. Mhm. Weil das ist so... Ich bin der beste Cousin. Bruder, du bist echt krass, Bruder. Ehrlich. Deine Reime, Bruder, weil du reimst nur auf Nomen und so, du... Das ist schon Endlevel, Bruder. Du weißt es auch selber, das ist Endlevel. Nee, Khidr ist sehr stark und gucken wir uns heute auch gerne an. Fuchsmusik. Und ich check mal noch auf Instagram ein paar Fragen. Dann habe ich noch einen kleinen Idiotentest mit Enno hier vorbereitet. Was ist ein Idiotentest? Bruder, alles entspannt, Bruder. Alles entspannt. Guck mal, ich sag dir ehrlich, gerade weil du dieses Abi hast und so und alle anderen, die hier saßen, die konnten nicht mal das Alphabet, Bruder. Aber und hast du mit denen auch diesen Test gemacht? Natürlich habe ich mit denen auch diesen Test gemacht. Wir haben, Bruder, die haben, auch mit mir die Tests zu machen. Die haben zwei Fragen beantwortet von 15. Die konnten gar nicht. Die waren absolut Katastrophe. Du kriegst das hin, Bruder, du kriegst das hin. Weil er ist, Enno ist schlau, das muss man ihm lassen. Erstmal Testo, Dankeschön für den 4. Monat. Yunus, mein Schatz, Dankeschön für den 2. Kali, Dankeschön für den 15. Es tut mir leid, Redis, ich wollte gerade diese Gespräche nicht unterbrechen, aber ich vergesse eure Subs nicht. Vielen, vielen, vielen Dank. Sinan, mein Bruder, Dankeschön für den 6. Flaschensammler. Enno, darf ich fragen, wie wichtig ist Familie für dich und meinst du verbringst genug Zeit mit der Familie? Würde mich interessieren, vom Flaschensammler. Also ich sag euch ehrlich, Familie ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Also ich persönlich bin ja auch ein sehr, sehr familiärischer Mensch. Ich habe 4 Schwestern, einen Bruder. Das ist richtig große Familie. Ich habe meine Eltern Gott sei Dank noch und meine Geschwister haben schon Kinder und ich habe so viele Cousins, Onkels, Tanten, überall. Und aber so Familie, so der engere Kreis, weißt du, was ich meine? Mhm. Ist so das Wichtigste, weil am Ende des Tages, ich habe auch sehr viele harte Tage erlebt und du siehst wirklich am Ende des Tages, ich schwöre es euch, außer eure 1, 2, so die loyalsten Freunde, ist nur die Familie für euch da. Ich schwöre, Bruder, es ist wirklich so. Das ist nicht so auswendig gelerntes Zeug, weißt du, was ich meine? Es ist wirklich so, Bruder. Keiner hat so Herzschmerz, wenn dir was passiert, wie dein Bruder, wie deine Schwester, wie dein Vater, wie deine Mutter. Das war's, Bruder. Als das Geld kam und der Hype kam und der Fame kam, hast du wahre Gesichter gesehen? Also haben sich Leute gezeigt, so in deinem Umfeld, wo du sagst... Natürlich, Bruder. Natürlich, natürlich. Ich will niemanden angreifen. Ja, ja. Aber so Leute von sehr nahem Umfeld, die nicht mal ihr Auto in mein Video reingestellen wollten, sind so jetzt ganz anders zu mir. Weißt du, was ich meine? Okay. Ich bin aber kein Mensch, der so Hass in sich bewahrt und das durchzieht so. Ja, ja. Ich kann trotzdem cool mit Menschen werden, auch wenn ich vorher so einfach Abneigung hatte. So. Aber natürlich, Bruder, die Menschen ändern sich. Weil die... Bruder, ist doch mittlerweile überall so, wenn du irgendeinen Typen siehst, Bruder, der irgendeine krasse Uhr an seinem Handgelenk hat, irgendwo, wenn du den kennenlernst, du zeigst ihn auf einmal, oder Menschen zeigen diesen Menschen ganz anders Respekt wie anderen Menschen einfach, Bruder. Direkt, weißt du, was ich meine? Statussymbol. Direkt dieses Statussymbol ist da. Und wenn man Geld hat, wenn die Leute wissen, ey, der hat Geld, dann sind die anders zu dir, Bruder. Mhm. Ist so. Okay, das aber, und da ist noch eine weitere Frage, meinst du, verbringst du genug Zeit mit der Familie? Mhm. Ich schwöre, zu wenig. Leider, Bruder.
ich bin viel unterwegs, viel am Machen, viel am Tun und ich verbringe tatsächlich wirklich zu wenig Zeit mit meiner Familie, Bruder. Ich weiß das und das macht mich auch übertrieben traurig. Weißt du, was ich meine? Manchmal, ich rufe meine Mutter an FaceTime. So, wenn ich 3 Tage von ihr nichts gehört habe oder sie von mir nichts gehört hat, ist sie so voll sauer, die ist voll am Durchdrehen und auch so ein bisschen enttäuscht und so. Aber man verliert sich einfach manchmal, Bruder, in diesem Arbeitslauf, weißt du, Arbeitskreislauf so. Aber muss mehr Zeit mit der Familie verbringen, auch ich.